So, Freunde der Liebeskultur. Heute wollen wir noch mal schauen, was das Love to Go ist, was mir geschickt wurde. Es war ja mit den Anime-Figuren vorne drauf. Es reflektiert leider jetzt ein bisschen das Grüne, deshalb blendet das, wird es ausgeblendet von dem Greenscreen, beziehungsweise von dem, wie heißt es, von dem Chroma Key. Es war hier so ein Höschen drauf und alles, was wir jetzt aber mal öffnen werden. Ich habe es im Unboxing-Video gesagt. Lustig ist auch, es ist von Pop Life Department. Mit so einem kleinen Herzchen hier oben drauf. Sieht kein Mensch, wird ausgeblendet. Egal. Jedenfalls gucken wir mal rein. Ich hoffe, ich darf es bei YouTube überhaupt zeigen bzw. aufmachen, ohne dass die das Video irgendwie meinen, das ist sexuell abstoßend oder anstößig. Man weiß ja nie, was hier drin ist. Ich habe extra eine Schere dafür geholt, die auch noch grün ist. Ich schneide es sehr sorgfältig direkt an der Schnittkante auf. Damit da die schöne Verpackung nicht zerstört wird. Und ich habe ein Stück zu viel nicht aufgemacht. Sollen wir mal machen, Proof errät Sachen. Also hier ist nochmal ein Plastikbag drin. Da ist ein Slip in the Bag, oder? Ich stelle den anderen Kram mal erstmal zurück. Ich hoffe, er ist nicht getragen. Boah, bitte, Steve, sag, dass der nicht getragen ist. Das sind da einfach nur dann frische Sachen, die gegeben werden. Ja, es ist Damenunterwäsche. Es ist ein String. Den kann ich aber nicht anziehen, Steve. Und der ist zum Glück wirklich frisch. Er ist nicht getragen. Love and Go. Mit einem kleinen Schleifchen vorne. Danke, Steve. Das war aber jetzt nicht alles. Das ist genau die Sache, die man vorne gesehen hat, wo man wusste, was es ist. Beziehungsweise hinten gesehen hat. Das fühlt sich komisch an. Das ist irgendwas Langes. Oh nein! Wisst ihr, was das ist? Ich brauche Batterien. Das ist aber eigentlich ein Paket für Frauen, oder? Weil ich würde mal sagen, dieses unscheinbare pinke Teil schiebt sich die Frau einfach mal in die Möse und kann dann hier an diesem schönen Sternchenrad japanisch konform drehen, die Intensität, wie das vibrieren soll. Würde ich sagen, es ist ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es braucht auf jeden Fall zwei Batterien. Und ich weiß nicht, ob ich das benutzen würde. Beziehungsweise, ich wäre mir sicher, ich würde es nicht benutzen. Aber weshalb ich sagen wollte, ich weiß nicht, ob ich es benutzen würde, weil es bestimmt vom Gewicht her, das Ding ist sehr schwer. Wahrscheinlich, weil da irgendwie, da ist irgendein Rotationsmechanismus drin, wodurch das dann vibriert. Aber hier das Teil, das ist so leicht. Wenn ich da eine Batterie einführe, hätte ich Angst, dass mir das Ding durchschmort. Leider habe ich jetzt keine Batterien zur Hand, aber es ist, glaube ich, das, was ich denke. Ja, danke, Steve. Falls ich irgendwann meinen Anus penetrieren will, habe ich ja schon mal irgendwas da. Obwohl, das verschwindet, glaube ich, im Anus. Ich habe jetzt immer nicht reingeguckt, ne? Was ist das? Alba-Lotion. Und Tipo Rosa Stick steht da irgendwie drauf. Also ich könnte jetzt denken, es wird vielleicht Creme für erotische Massagen. Da aber da so viele Herzchen drauf sind, würde ich sagen, das ist eine kleine Packung Gleitcreme. Made in Japan. 15 Milliliter. Ich könnte auch einfach auf die Internetseite gehen, die hier drauf steht. Das würde mir wahrscheinlich sehr viel helfen. Ja. Danke, Steve. falls mal Trockenstimmung ist. Danke. Jetzt sind hier noch zwei hart, also eine harte, eine weiche Sache. Bei der weichen Sache würde ich jetzt sagen, das ist das Kondom. Es ist ein Silver Fox Kondom. In Japan hergestellt, mit vielen
Ecken, Rechtecken, ihr wisst ja von City Skyline, ich liebe Ecken. Beziehungsweise das stimmt ja gar nicht. Beziehungsweise das stimmt nicht, dass ich nur Ecken baue. Schöner Fuchs drauf, ist die Frau bestimmt sofort begeistert von. Und jetzt fehlt noch was Großes Blaues, was hier drauf ist. Oh mein Gott, es sind die Batterien mit dabei. Da muss das Bild hier oben bedeuten, dass Batterien dabei sind. Ich habe japanische Batterien, da steht N-Top drauf. Und das große Blaue sollte die Alba-Creme sein. Wenn ich japanische Batterien habe, kann ich auch den japanischen Vibrator anmachen. Beziehungsweise die japanische Liebeskugel oder wie auch immer man das nennen mag. Damit macht man ein Wettrennen. Da ist volle Power. Ist übrigens noch ein Licht dran. Das Lustige ist, man kann mit sowas ja Wettrennen fahren. Also Steve, nächstes Mal schenk mir gerne das Paket für Männer. Obwohl, es ist ja vollumfänglich, ne? Ist ja auch ein Kondom dabei. Aber ich glaube, dass das Frauenpaket im Männerpaket ist bestimmt irgendwie sowas wie einen, so ein Power-Tanga. Aber so sage ich erstmal, danke Steve. Wir sehen uns noch. Und dann ziehst du den an. Bis dahin, tschö, Freunde der Liebeskultur. Euer Doc.